Hallo zusammen, hier ist wieder heute Lan Schöchler für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir einmal finden können unter Berufe und dann Ingenieurskunst. Und hier haben wir das Achievement, nur eine gewöhnliche Gaswolke. Und dafür müssen wir Folgendes machen. Extrahiert mit dem Schockdrossel-Partikel-Extraktor Elementare aus 50 Gaswolken. Und dafür müssen wir einmal Ingenieur sein. Und zwar zumindest Ingenieur von 5 haben in der Scherbenwelt. Und dann können wir nämlich hier den Schockdrossel-Partikel-Extraktor benutzen. Da braucht ihr ein bisschen mehr Ingi, um den herstellen zu können. Ich habe den mit meinem Main Ingi einmal gecraftet und quasi dem Twink einmal geschickt, mit dem ich jetzt hier rumgeflogen bin. Ihr müsst nämlich hier, um das Rezept holen zu können, eine Questreihe machen in den Zangamarschen. Das Rezept habe ich mit dem Main schon, habe mir das mit dem Twink geschickt. Ihr könnt das Teil auch einfach im Auktionshaus kaufen, ne? Also wenn ihr das nicht farmen wollt. Und ja, wie funktioniert das dann? Ihr habt dann hier so ein Gerät und mit diesem Gerät könnt ihr quasi dann in der Scherbenwelt so kleine Wolken absaugen. Und zwar in den Zangamarschen, in Nackrand, im Schattenmondtal und im Nethersturm könnt ihr die Sachen absaugen. Wälder von Terroka, Höllenfeuerhalbinsel und Schergrad gibt es keine. Ich persönlich, weil die beiden Gebiete nebeneinander liegen, bin halt immer zwischen denen hin und her geflogen. Also irgendwo hier unten angefangen, einmal hier außen rum, dann so eine Bitte, so ein bisschen Schlangenlinie hier rum und dann halt selbiges irgendwie in den Zangamarsch und dann wieder zurück. Das hat eigentlich ganz gut gepasst. Und ja, wenn ihr das Item im Inventar habt, dann seht ihr die Teile auf der Map. Bei mir war es irgendwie so, am Anfang hat das rumgebackt, dann habe ich die nicht gesehen, dann habe ich mal ausgeloggt, wieder eingeloggt und dann ging es irgendwie, keine Ahnung. Da habe ich aber dann auch schon einen abgesaugt. Vielleicht müsst ihr auch einen absaugen und seht erst dann, oder ich weiß nicht, irgendwie war das ein bisschen buggy bei mir. Aber auf jeden Fall, ne, ihr seht, die Dinger sind dann dementsprechend auf der Map so wie Ärzte gemarkt. Und ihr geht dann eigentlich nur hin, benutzt das Item, saugt es ab und dann kriegt ihr hier Wasserpartikel und Luftpartikel. Ich habe jetzt schon 49 abgesaugt, das war jetzt der 50. Und wenn ihr alle 50 abgesaugt habt, kriegt ihr quasi das Teil. Die sind nicht so häufig, also teilweise, wenn ihr durchs ganze Gebiet fliegt, kriegt ihr 1, 2, 3 oder so. Es dauert schon eine Stunde aufwärts, würde ich sagen. Vielleicht 2 Stunden, je nachdem, wie viel Lack ihr habt. Ich persönlich habe es jetzt so gemacht, dass ich mir einen Lowtwink geholt habe, bin in die Chromie Time gegangen. Da sind einfach weniger Leute, die ihr quasi ihr als Konkurrenz habt. Das vielleicht so ein Tipp am Rande, wenn ihr irgendwo einen Lowchar noch auf einem anderen Account habt oder auf einem Test-Account geht auch. Packt ihn in die Chromie Time, ladet euch ein und macht halt hier Party-Sync an. Ja. Müsst ihr nicht, ihr könnt es auch im ganz normalen Bereich machen, ihr könnt auch einen Warmode anmachen, wo ihr halt meint, dass weniger Leute bei euch rumgurken, die euch die Wolken klauen. Juti. Das war's mit dem kleinen Achievement Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne beim nächsten Video wieder. Euer Tila. Bis dahin. Ciao.